Man mag es kaum glauben, aber diese Möbelentwürfe haben vieles gemeinsam mit Audi-Modellen. Die Exponate gelten als Meilensteine der Designgeschichte und viele von ihnen weisen den Weg in die Designsprache der Zukunft. Und das kennen wir ja auch von den Modellen von Audi. Im Audi-Forum Neckarsulm ist ab sofort die Pinakothek der Moderne zu Gast, eines der weltweit größten Häuser für die angewandte und bildende Kunst. Eine Ausstellung auch im Interesse von Audi. Ja, es bringt uns voran, es öffnet uns auch immer wieder die Augen für Dinge. Sehen lernen ist auch so ein Prinzip der Produktion und des Unternehmens. Und ich glaube, Anregungen kann man immer gebrauchen, die nimmt man auf, die muss man verarbeiten, muss sie dann natürlich umsetzen in eine am Ende des Tages vielleicht neue oder gute Lösung oder neue Idee. Die Exponate stammen aus verschiedenen Epochen, allesamt haben sie ihre Zeit geprägt. Wie dieser Stuhl der Gebrüder Tournee mit dem charmanten Namen Modell Nummer 14. Erstmals aus gebogenem Holz in Massenproduktion hergestellt, ein Verkaufsschlager. Nummer 14 war das meistproduzierte Sitzmöbel der Welt. Zu sehen gibt es aber auch diesen Raumteiler aus den 50er Jahren sowie dieser zukunftsweisende Cinderella Table aus dem Jahr 2005. Das Design also ständig in der Bewegung, ein fortlaufender Prozess wie in der Automobilbranche. Ich glaube, wir in der Produktion, und ich bin ja nur ein Produzierer in erster Linie, wir leben ja von einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, wie wir den nennen. Bei uns ist ja das gerade Erstellte schon wieder in Frage gestellt. Und das hat auch so ein bisschen was mit permanenten Wechseln, mit permanenten Weiterentwickeln. Und das hat auch ein bisschen was mit Design und zu tun. Und wie sich Schönheit anhören kann, demonstriert Jazzpianist Chris Gall. Er spielt auf dem Audi Design. Die Ausstellung Design-Ikonen ist im Audi-Forum Neckarsulm noch bis Ende Juni zu sehen.